Heyo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Unboxing. Und zwar Juni 2020. Die Loot Chest ist da. So, und man sieht schon so, rip, sie hat ein neues Design. Und zwar war es sonst immer weiß mit blauen Ding. Jetzt haben sie es, das Weiß zu braun gemacht mit so weißen Motivmäßigen. Ist okay. Ne? Da gab es mal ich glaube über Twitter oder Instagram von denen auch eine Umfrage, wie wir es finden. Ich finde es okay. Ich hoffe nur, sie behalten das Blau bei und nicht, dass das irgendwann komplett nur noch ein brauner Karton ist. Ne? Bevor wir das allerdings öffnen, muss ich leider eine kleine Story dazu erzählen, denn unser allerliebster Paketdienst namens dauert halt länger. Für die Leute, die das verstanden haben, wissen, welcher nette gelbe Paketdienst gemeint ist. Sollte mir das eigentlich schon am 16. liefern. So, also am Donnerstag, den 16. Ich habe Urlaub in dieser Woche gehabt. Ne? Ihr seht es ja erst am Montag sozusagen. Aber ich hatte in der kompletten letzten Woche Urlaub. Ich war auch komplett zu Hause. Ich bin nirgendwo weggefahren oder so. An dem Tag habe ich extra Sendungsverfolgung natürlich mit durchgeguckt und habe gesehen, oh, das kommt heute. Ich lass mal Kopfhörer ab. Lass die Türen auf. War den ganzen Tag da. Hab auch hin und wieder mal auf Sendungsverfolgung geschaut. Das eine Mal stand drin, ja, noch zwei Pakete, dann sind sie drin. Denk mir so, okay, cool. Wird er ja in einer Viertelstunde circa da sein, maximal. So. Halbe Stunde später wundere ich mich, warum es immer noch nicht geklingelt hat. Guck wieder Sendungsverfolgung. Und da steht drin, wurde zur Packstation geliefert, weil sie nicht da waren. Wo ich mir denke, so will er mich verarschen. Ich war da, ich habe extra alle Türen offen gelassen, dass ich die Haustür, also die Wohnungsklingel höre. Dementsprechend auch natürlich keine Kopfhörer aufgehabt, damit ich das alles höre. Ja. Für die Leute, die mich auch auf Twitter haben, die haben dann eventuell mitbekommen, ich habe einen kleinen angepissten Tweet dazu rausgehauen, bin ich ganz ehrlich, weil es mal wieder IQ 100 Brain war. So, die Antwort fand ich natürlich sehr schön von denen auf Twitter. Ja, das tut uns leid. Sie können das über eine Zweitzustellung, ja. Nochmal versuchen, ihn zuzuliefern. Wo ich mir denke, so, das schicken sie mir abends. Im Grunde, ne, war es jetzt schneller heute, dass, also am Aufnahmetag, ne, am 17. jetzt das selber abzuholen ab Mittag. Die ein, zwei Kilometer, ne, Fußweg. So. Aber nur mal so. Ne, man sieht wieder einmal mit Profis. So, lang genug gequatscht. Wir wollen natürlich das schöne Ding jetzt auch aufmachen. Deswegen, zack. Muss ich natürlich aufpassen, dass ich euch nicht hier meinen Namen und Adresse leake. Machen wir das mal so rum auf. Weil es natürlich ganz geistreich ist. Der Seite, die jetzt zu mir gewandt ist, sind natürlich Aufkleber mit drauf mit meinem Dings. Und im Grunde die untere Seite, wo ich das gerade drauf habe, steht auch nochmal mein Name drauf, weil es in der Packstation halt, ne, so, damit man es mir zuordnen kann. Deswegen darf ich zwei Seiten euch jetzt leider nicht zeigen. Versteht ihr, ja? Ich habe keinen Bock auf Besuch. Auch wenn viele von euch korrekt wären, aber muss nicht sein. So. Lup. Lup.
So. Und wir machen natürlich als erstes, jetzt mal mehr hier rechts hin. Erstmal kann ich euch mal zeigen. Gut vollgehauen. Und das erste ist natürlich das T-Shirt, was einen anlächelt. Okay. Also erstmal Grundfarbe schwarz. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Grundfarbe ist le schwarz. So, das ist schon mal, ne? Das zweite ist, ich würde sagen, man erkennt's. Ne? Ich sag mal so, man erkennt Legend of Zelda. Und wenn ich, so wie ich das mit dem Zutaten kochen und so angeht, könnte das gegebenenfalls sogar Breath of the Wild sein. Da will ich mich aber auch nicht festlegen drauf, ne? Was steht da Schönes drauf? Fast, fresh and healthy. Recipes for your heart. Tasty and spicy. It's dangerous to cook alone. Take this. Cooking with the heroes. Easy, fast and epic. Und ganz unten steht noch over 100 new recipes to do in your journey. Sorry für die falsche Aussprache, wenn da was falsch war. Ihr wisst, ich und mein Englisch, ne? Aber muss ich ganz ehrlich sagen, kann man machen, ne? Ist ein okay Motiv. Warte, ihr seht es so, glaube ich, besser. Ne? Das Motiv ist ganz okay, finde ich, ne? Und wie gesagt, schwarz ist immer gut. So, das wäre Nummer 1. So, dann haben wir mal wieder eine Pop-Figur. Und zwar von Apex Legends Bangalore, je nachdem, wie man es ausspricht. Ne? Ich könnte, glaube ich, auch schon so einen Pop-Figurenhandel hier aufhauen. Ne? Finde ich ganz witzig. Ne? Hier sieht man es nochmal hier so, welcher es eigentlich ist. Ne? Da gibt es auch, wenn ich das richtig sehe, 8 Stück von. Ne? Finde ich eigentlich ganz okay. Würde ich mir auch irgendwo hier hinstellen. Das Problem ist, ihr seht, gar keinen Platz wirklich für irgendein Regal oder so. Deswegen. Ja. So, das nächste. Minecraft Dungeons. Minecraft Dungeons. Nano Metal Fix. Ich gehe mal von der Figur aus. Gehe mal sehr stark von der Figur aus jetzt. Mach mal auf. Wow. Aufgeschnitten und gerade mal dieses kleine Stück ist wirklich offen. Ich wieder Profi. So. Oh ja, Metallfiguren. Und wenn ich das richtig sehe, ist das ein Minecraft-Skelett mit einem Helm, einem Schild und so ein Überschwert oder Speer oder was das da sein soll. Leider ist natürlich wieder Autofokus an on point auf meinem Dings da hinten, aber ne, ich glaube, hoffe mal, ihr könnt das trotzdem gut sehen. Ne? Finde ich eigentlich ganz gut, aber ist wirklich Metall. Ne? Also ist wirklich Metall, was die hier haben. Kein Plastikrahmen. Interessant. Ne? Also so Minecraft Dungeons, muss ich ganz offen gestehen, habe ich gar nicht gespielt. Ne?
Minecraft Dungeons hat mich irgendwie auch nie getriggert, das Spiel. So. Dann haben wir hier auch wieder was Großes. Und zwar eine. Nicht eine, sondern ein Handtuch, wenn ich das richtig sehe. Ein 70 mal 140 cm Avenger-Handtuch. Muss ich dann ja mal kurz auspacken. Halte ich eh. Handtücher kann man immer gebrauchen, ne? So. Alter, Mann, muss aufstehen. Kann man machen. Also wie gesagt, Handtücher kann man immer gebrauchen und ob das jetzt ein Avenger-Handtuch ist oder was weiß ich, ein Harry Potter oder so, ist ja auch relativ. Ich muss ganz ehrlich sagen, finde ich cool. Boah. Will nicht wegrutschen. Ach, ich hasse diesen Stuhl. Ich muss mir echt mal einen neuen holen. Finde ich cool, wie gesagt. So, dann haben wir ein Kartenspiel. Und nicht nur irgendein Kartenspiel, sondern ein PlayStation-Kartenspiel. Tatsächlich ein PlayStation-Kartenspiel. Komm, mach auf. Da mir das eine Mal ja schon gesagt wurde, warum zeigst du das denn nicht? Ne? Ein Metallbox mit einem PlayStation Ding. Upp. Mit so einem kleinen Dingskartenspiel drin. Wobei ich auch noch nicht. Ah, okay, andere Seite. Also es gibt hier natürlich die PlayStation Joker. Und dann ist das wie ein normales Kartenspiel mit Ass, 2, 3. Sieht man, glaube ich, sch schlecht wegen den Grauen, ne? Also Ass, 2, 3 und so weiter. Das ist, ne, hier zum Beispiel mit Herz. Das ist Pik nebenbei. Ne, da haben wir auch die Kreuzkarten und das Karo. Ne, also alles halt so ein ganz normales Kartenspiel, wie man es halt ganz normal kennt, von Ass bis König, mit zwei Jokern, die witzigerweise so eine PlayStation-Karten-mäßig aussehen. Ne, und das ist halt so die Rückseite. Finde ich ganz okay. Ne, Kartenspiel, so gerade wenn man irgendwo in den Urlaub fährt mit ein paar Leuten, die und keinen Bock hat in dem Sinne dann wirklich nur zu zocken, dann kann man auch mal Karten spielen, ne? Finde ich cool. Und ansonsten haben wir nur noch zwei Sachen. Natürlich zum einen die Postkarte. Und da haben wir von Dr. Strange, was natürlich wieder nicht autofokussiert, aber ich hoffe, ihr könnt es trotzdem erkennen. Sieht aus wie so ein Kirchenfenster, muss ich ganz ehrlich zugeben, so ein Kirchenfenster mit Dr. Strange, ne? Finde ich cool. Kommt auch wieder hier hin, da hinten, ne? Da höchstwahrscheinlich werde ich da noch eine zweite Reihe runterziehen jetzt, ne? Mit den Karten wieder hin. Und das letzte. Das letzte, ne? Das letzte. Das, als guter Letzt kommt natürlich wieder das Bock.
Das Lootbox, wo wir das Motiv von letzten Monat natürlich als Poster haben. Was ich hier halt auch gerade als T-Shirt trage. Finde ich cool. Ne? Ich meine mal, okay, diese ganzen Poster habe ich tatsächlich nie aufgehängt. Bin ich ganz ehrlich. Weil im Grunde, man sieht es ja auch größtenteils nicht. Ne? Hier hinter wäre jetzt im Grunde noch Platz für die ganzen Karten, die da kommen. Höchstens könnte ich es da über meine Assassin's Creed Figur und meinem Dreispitz mal eins anhängen, aber sonst weiß ich auch nicht. Ne? Ja. Wohl bemerkt, jetzt kommen wir natürlich zu der Frage, was fand ich am besten? Könnt ihr gerne auch in die Kommentare schreiben, was ihr am besten fandet. Ich persönlich mag das T-Shirt. Also das T-Shirt gefällt mir sehr gut. Genauso wie auch das Handtuch. Die Postkarten sind grundsätzlich immer geil, muss ich zugeben. Ja. Und die Karten gehen auch. Also heute ist ein bisschen mehr, was ich mag, drin. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ne? Ja, falls ihr, und jetzt Hashtag Werbung, natürlich auch so eine schöne Loot Chest haben wollt, gebt den Code LEVOSKISAN15 ein auf www.lootchest.de. Da könnt ihr dann auf eure Bestellung 15% Rabatt kriegen. Das zählt aber nur für die normalen Loot Chests, beziehungsweise auf, ich glaube, auf die erste Loot Chest im Abo zählt das auch. Wo es nicht zählt, sind so Sondersachen wie jetzt zum Beispiel die Ultimate-Sachen und die Adventskalender und sowas. Da zählt jetzt meines Wissens nach nicht zu. Also da könnt ihr leider mit dem Code keinen Rabatt kriegen. Ansonsten, wenn ihr so einzelne Sachen wie zum Beispiel jetzt dieses Kartenspiel oder diese Minecraft Dungeons Figur oder die Popfiguren oder haben wollt, schaut auch gerne mal bei lootchest.store vorbei. Da könnt ihr mit dem Code auf eure Bestellung 10% Rabatt kriegen. Solltet ihr natürlich Interesse an so geilen T-Shirts haben, da könnt ihr mal unten in der Videobeschreibung sind nebenbei auch die anderen beiden Links, aber unten auch mal den Link von team-nerds.de hier auschecken. Daher kommen nämlich die geilen T-Shirts, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da sind auch noch sehr viele geile andere T-Shirts. Genauso, da könnt ihr zwar nicht den Rabattcode verwenden, meines Wissens, aber Team-Nerds hat immer wieder mal geile Aktionen drin, wo ihr bestimmte Rabatte kriegt. Und dementsprechend kann ich nur sagen, von allen T-Shirts, die in den Loot-Chests drin waren, die von Team-Nerds kommen, muss ich ganz ehrlich sagen, alle sehen auch bei mir immer noch aus wie am ersten Tag, wie zugeschickt, nach zigtausend Mal waschen. Also die halten sich wirklich gut. Ne? Also das ist Qualität vom Feinsten, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und natürlich könnt ihr bei Team-Nerds auch andere Sachen mit den Motiven holen. Ich glaube, Hoodies gibt es da noch. Da gibt es, glaube ich, auch so Sportbeutel, ne, beziehungsweise Tragetaschen und so. Könnt ihr euch ja in Ruhe alles mal angucken. Die Links dafür sind alle unten in der Videobeschreibung. Wohlbemerkt, da auch nochmal liebe Grüße an meinen beiden Kollegen GamerDeCrow und Wolfie, die sind ebenfalls unten mal verlinkt. Die werden natürlich höchstwahrscheinlich ja eh wieder drauf reacten und ja, ne? Dementsprechend danke ich fürs Reinschauen in dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr schaut auch nächsten Monat wieder vorbei, wenn es denn hier weitergeht mit dem Unboxing von Loot Chest Juli.